herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana und ich habe schon wieder 42 Mini-Belohnungslamas und ich will davon ja heute mal ein paar öffnen, und zwar, um genau zu sein, wir machen mal 40 und lassen zwei übrig. Ich kann nicht gedrückt halten, das ist auch blöd. Geht nicht. Man muss also tatsächlich einzeln klicken. Derer 40 Mini-Belohnungslamas, und das bedeutet im Klartext... ein bisschen Gold. Jo. Ansonsten jede Menge Zeug, was man hinterher wegschicken kann. Und was Skizzen etc. EP gibt. Und deswegen machen wir das Ganze ja auf. Jo. Nehmen wir. Es sind bisher wenige 50er. Pakete, und wenn ich genau überlege, es war, glaube ich, noch kein 50er Paket dabei, ne? Ja, aber wir nehmen natürlich auch die... Haben die was geändert an den Lamas? Ach, da ist ein 50er Paket. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass sie was geändert haben. Ach, da kommt das nächste 50er-Paket und Regentropfen, derer 6. Regentropfen sind natürlich auch ab und zu dabei, und das ist natürlich ein weiterer Grund, die Dinger halt auch mal aufzumachen. Und wenn sie dann silbern werden, ist es richtig gut. Denn das bedeutet 3 Pakete mit Goldmünzen, also entweder 30 oder 50. Im Normalfall zumindest. 1, 2, 3. Und 3x50 ist natürlich sozusagen der maximale mögliche Checkpot. 150 Gold ist natürlich super. Das hilft uns ein bisschen bei dem, was man sonst so kaufen möchte, dann für das Gold. Und da hatte ich gerade erst das eine oder andere eingekauft. Also von daher bin ich ganz froh, wenn ich mal wieder ein bisschen Gold ansammle. Das ist eigentlich bei mir ganz schön runtergegangen die letzten Tage. Also wenig gespielt, wenig Gold eingenommen und ja, trotzdem ausgegeben. Und nochmal Gold. Ja, das ist logisch. Regentropfen, wäre eigentlich auch nochmal nett. Wenn wir nochmal welche kriegen. Aber wir werden sehen. Ansonsten natürlich jede Menge niedrigstufige Skizzen und Überlebende und Waffenfallenskizzen, Überlebende, und ich glaube auch, man findet Verteidiger, kriegt man auch, und ich meine, es sind sogar Helden möglich. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon einen? Bewusst gab ich jetzt da keinen gesehen, aber ja. Und im Schnitt 4 Karten, also nein, im Schnitt 4 Karten, es sind eigentlich immer 4 Karten. Pro Lama, außer es ist ein silbernes, und da sind es dann 8 oder 9. Es sind aber wenig silberne, also es ist erst 1 gewesen. Muss ich jetzt mal so sagen. Ist ein bisschen dürftig. Ach, kaum spricht man davon, man muss das öfters tun. Und dann gibt es ein paar Karten mehr, wie schon gesagt, 8 oder 9. Und da können natürlich auch mal richtige, ordentliche Pakete mit Regentropfen dabei sein. Das ist auch schön. Aber wenig Silber. Aber gut. Wir nehmen, was kommt. Und machen da wunderbar weiter. Ja. Und die Hälfte haben wir gleich. Ja, wird ein längeres Video, sind halt 40, und ich hatte jetzt irgendwie einfach auch keine Lust, jetzt 2 Videos draus zu machen. Ich dachte mir jetzt, komm, das ziehen wir durch. Wird halt ein bisschen länger. Wobei wahrscheinlich 2 Videos sinnvoller gewesen wären, zugegeben. Aber so ist es halt. Und wir nehmen, was kommt. Und warten. Es ist zu wenig Silber. Das ist einfach... Ich spreche jetzt einfach öfter über die Silbernen in der Hoffnung, dass sie dann auch kommen.
irgendwie zu wenig Silber und Regentropfen auch schön. Da haben wir das nächste Silberne. Mehr kannst du auch nicht schaffen, liebes Lama. Silber ist für dich Maximum. Ja, das sind halt dann auch mal seltene Skizzen dabei. Und wie schon gesagt, prinzipiell drei Paketchen, drei Kärtchen mit Gold. Das kann eben 30 oder 50 sein. Wie eben auch in allen anderen Lamas, es ist ein 30er oder ein 50er Kärtchen mit dem Gold. Das hoffe ich, dass es gut wird. 125 Kärtchen, das ist also auch einiges. Und das nächste Silberne. Also auch einiges, was ich hinterher entsorgen kann, sozusagen direkt durch den Schredder jagen und halt tatsächlich noch die entsprechenden Skizzen-EPs bzw. Überlebenden, Verteidiger, Überlebenden und Helden-EPs abzuholen. Verteidiger-EPs. Na, ihr wisst schon. Denn nur so hat man dann auch was davon. Aber überwiegend wenige Silberne, muss ich sagen. Also es waren jetzt 4, wenn ich das recht mitgezählt habe. Und sehr viele 30er und weniger 50er Karten, in denen ich vermute, da wurde ein bisschen was angepasst, würde ich sagen. Wahrscheinlich haben die zu oft meine Videos geguckt und haben gesagt, nee, so viel kann der eigentlich da nicht rausbekommen immer. Wir müssen das mal ein bisschen nach unten senken. Also ich würde sagen, es ist nicht mehr durchschnittlich 50. Also sogar etwas über 50, wenn ich mal in meine damalige Evaluierung dessen erinnere. Und da sind nochmal ein paar Regentropfen. 11, das ist ein ordentliches Päckchen. Also Regentropfen haben wir auch schon ein paar gekriegt. Das müssten so um die 30 sein. Und nochmal Silber. Verteidiger und dreimal 50er Paket in Gold, für Gold meine ich. Für Gold in Gold, hä? Was auch immer. Oh. Nochmal Regentropfen, diesmal sogar ein 12er Paket. Das ist ja richtig lohnenswert. Also Regentropfen gab es ordentlich, würde ich sagen. Kann ich jetzt nicht meckern, da gibt es nochmal welche. Jawohl, ja. Und nochmal ein Silbernes. Ah ja, jetzt kommt so gegen Ende, kommen dann nochmal ein paar Silberne, was das Ganze wieder ein bisschen ausgleicht, so langsam. In Richtung dessen, was ich gerne hätte. Aber gut, es wird nicht ganz reichen, um irgendeinen Helden zu kaufen, also einen legendären oder mythischen, aber es ist zumindest eine gute Anzahlung, glaube ich. Also so um die 2000 dürften es am Ende doch gewesen sein an Gold. Und das ist das, was zählt. Jo. Ich meine, wir haben auch nichts gegen die Helden und Skizzen-EP, das ist auch klar. Nehmen wir gerne mit. Und natürlich, und last but not least, nicht zu vergessen natürlich die Regentropfen. Das waren nämlich auch einige. 202 Karten, das ist ordentlich, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich ordentlich. Ich gucke das jetzt nicht alles im Einzelnen durch. Das waren sie, die 40 Lamas. Ich denke, es dürften doch an die, an die 2000 Gold gewesen sein. Anfangs hat es ein bisschen gedauert, ne? Da gab es viele 30er, bis dann der erste 50er kam und dann ging es auch ein bisschen bergauf. Ja, das waren sie, die 40 Mini-Lamas. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.